Freitag 19 Uhr und erstmal nochmal von meiner Seite allen ein gutes neues Jahr. Wir starten heute die zweite Winner Circle Sendung mit Straubing und Berlin-Mariendorf. Beginnen werden wir mit Berlin-Mariendorf. Heute Experte an meiner Seite Nico Laser. Hallo, servus. Ja, schönen guten Abend, Michi. Grüß dich. Grüß dich. Ihr habt 6 tolle Rennen. Ich finde, es ist ein früher Beginn mit 11.10 Uhr, aber ich finde, die Rennen können sich durchaus sehen lassen. Ja, also Mariendorf hat ja sonst, ich sag mal, in der Quantität nicht so starke Felder gehabt. Deswegen sind wir, glaube ich, recht zufrieden mit den Anzahl der Pferden in den PMÜ-Rennen. Und ja, die Anzahl, wir hätten auch gerne mehr Rennen veranstaltet, aber die Nachfrage war bei der Startangabe nicht gegeben und somit sind es leider nur 6 Rennen geworden. Viele Pferde sind zurzeit erkrankt, husten und ja, und haben auch was Probleme mit den Atemwegen. Und von daher muss man das in diesen Monaten vermutlich so hinnehmen. Viele können auch gar nicht trainieren, denn alles ist gefroren, gerade draußen in Brandenburg. Und da sind die Trainingsmöglichkeiten nicht optimal. Wir haben ja auch schlechte Trainingsbedingungen aktuell, denn bei uns ist es auch kalt, aber wir sind es vielleicht ein bisschen mehr gewohnt als ihr da oben. Das kann schon sein, dass man vielleicht unten besser damit umzugehen weiß. Vielleicht hat man auch die Gerätschaften schon auf diesen einzelnen Höfen in Bayern, dass die damit schon arbeiten können. Aber hier ist es, glaube ich, dann doch schwieriger. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch sicher, lieber Nico. Wir starten gleich mit dem ersten Rennen. Da beginnt die Landstapelwette mit einem Jackpot von 2.000 Euro. Und ich muss ehrlich sagen, Trogir nach der Übersiedlung in den Championstall hat ja noch gar nichts falsch gemacht. Nee, absolut. Das ist wahrscheinlich die klare Bank in der Landstapelwette. Aber man muss natürlich immer vorsichtig sein mit diesen Pferden, die wenig Erfahrung haben. Da kann natürlich, wenn Pferde auch direkt dahinter starten, das ist ja jetzt in dem Fall mit 2 Pferden aus der zweiten Reihe, immer mal was passieren. Aber normalerweise von der Klasse her, Michael Nimczyk hebt den immer in den besten Tönen, wenn er zu ihm interviewt wird. Also von daher muss man einfach von einem Sieg von Trogir ausgehen. Und die Landstapelwette sonst immer so ein bisschen unter dem Radar, aber natürlich mit dem Jackpot ist sie natürlich interessant, wenn da schon mal 2.000 Euro warten, dann sind die Quoten meist doch sehr attraktiv und das kann ich nur jedem ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, gerade vielleicht, wenn der Favorit dann mal patzt oder ein Außenseiter in zweiten Rennen reinläuft, dann ist man auf jeden Fall auf der guten Seite, auch am Wettscheiter zu sein, also an der Auszahlkasse. Hast du für uns noch einen kleinen Außenseiter-Tipp fürs erste Rennen, falls eben Trogir patzen sollte? Also dann würde ich mich auf jeden Fall mit der 7 Krikri de Flo auseinandersetzen, denn der hat schon einige Erfahrung und ist auch sehr beständig und hat, glaube ich, noch nie einen Fehler gezeigt, hat letztes Mal ja hier gewonnen in Mariendorf in guter Manier und der kann sehr gut beginnen. Der könnte also auch von außen mit dem Schwung vielleicht sogar die Spitze nehmen. Das ist natürlich kein Außenseiter, aber den sollst du auch bekommen in Form von Störtebeker. Denn Störtebeker hat mir nach der Pause sehr stark gefallen in Karlshorst. Da war der dann gleich Zweiter gewesen und hat mehrere Monate pausiert und war nur von What a Miracle geschlagen. Also das fand ich eine gute Leistung und vielleicht kann Störtebeker jetzt nach der Pause noch einen raushauen. Toller Hinweis von dir. Wir gehen weiter ins zweite Rennen. Das ist auch der Beginn der V5-Wette mit einer Garantie von 7.777 Euro. Hier sind 8 Pferde am Start, allerdings auch 2 aus Bayern. Ich finde Eaton total interessant, wenn der auf 100 ist. Ja, der wurde ja, ich habe das so ein bisschen gelesen in einem Interview, was man, glaube ich, mit Manfred Schub geführt hat. Der wurde vor dem Weihnachtsrenntag behandelt, hat man gesagt. Danach der 4. Platz, aber da waren auch starke Pferde drin. Ich meine, da kann ich dich ja auch befragen, denn du warst wahrscheinlich auch am Weihnachtsrenntag vor Ort. Meinst du, da war man enttäuscht mit dem 4. Platz? Ich glaube tatsächlich, dass das ein kleiner Test war. Ich glaube, man musste mal schauen, was Ibi jetzt so drauf hat. Und ganz ehrlich, an dem Tag konnte man sowieso nicht von dem Sieg ausgehen. Aber wenn man jetzt die weite Reise nach Berlin antritt, dann rechnet man sich was aus. Denn ich glaube, Impression de May ist eher so der Mitfahrer. Das denke ich auch. Also ich denke, hier haben wir trotzdem aber 4 Sieganwärter in dieser Partie. Denn Eaton wird innen begleitet von Dan C.G., der einen sehr guten Antritt hat. Und ich denke, dass man das Bänderstartrennen da aus Charlottenlund einfach streichen sollte. Denn Bänderstart ist, glaube ich, sowieso nicht die Stärke von Dan CG und ich glaube, da war man im ersten Bogen gleich Galopp. Ansonsten die Leistungen davor waren sehr ansprechend und wir haben noch 2 Geldschränke aus dem Stall von Viktor Gens, die zuletzt im dänischen Skive unterwegs waren, dort leider nicht so viel verdienen konnten und die sind hier natürlich recht günstig untergekommen in diesem Amateurfahren. Ich finde es eine interessante Prüfung mit mehreren Möglichkeiten.
Freebird wahrscheinlich erst in zweiter Reihe, sowie auch Messi Haseler, der sich hier ja immer in dieser Klasse bewegt. Aber trotzdem, Jürgen Luck tritt die Reise hier nach Berlin an. Und ich denke, dass er mit seinem Messi Haseler hier ein bisschen mit möchte. Aber für den Sieg glaube ich die 4, die 5, die 6 und die 8. Lassen wir es bei diesen 4 Pferden. Wir gehen weiter ins dritte Rennen. Hier ist ein Sieg-Checkpot von 2000 Euro versehen. Ich habe mit der Besitzerin am 26.12. kurz sprechen können. Die war total begeistert. Und ich habe ihr auch gesagt, ich dachte nicht, dass Dexter CG wieder so toll in Schwung kommt. Aber der ist schon wieder richtig da. Ja, das hat man, glaube ich, letztes Mal gesehen. Der Sieg war wirklich überlegen. Nun waren die Gegnerschaft bis auf Links Dragon, glaube ich, überschaubar. Thorsten Tietz hat gesagt, ich möchte nichts riskieren, wenn es jetzt ein bisschen um Geld geht in der Startphase, und hat es ruhig angehen lassen, hat dann einfach vor den Tribünen, glaube ich, Boden gut gemacht und konnte dann auch irgendwann das Kommando übernehmen und hat sich dann verabschiedet. Davor war man eingesperrt. Also der hat sich wirklich richtig gefunden und sollte hier aus der ersten Reihe wahrscheinlich auch sofort ein 1-2-Kandidat sein. Gegner natürlich die neuen Littenfrieder mit dem Goldhelm Michael Nimczyk. Denn Littenfrieder hat auch zuletzt Startziel wirklich dominiert und war hoch überlegen gegen King of Santana und auch Heartbeat, die hier ebenfalls mit unter Order ist. Und jetzt Viktor Gentz hat Fahrverbot an dem Renntag. Also hat man geschaut, welcher Fahrer frei ist, und der Goldhelm war frei und dann hat man den genommen. Den muss man nehmen, wenn er frei ist, natürlich. So ist das. Louis Monami noch? Hast du da eine Meinung? Weil ich meine, es gab ja schon mal tolle Formspitzen. Ja, und man hört immer, dass er wohl linksrum besser geht als rechtsrum und dass er da seine Probleme hat. Deswegen, ich glaube, den muss man mal wirklich auf den Schein haben, wenn der in Hamburg startet. Dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Jetzt momentan, er macht sich immer selber schwer, aber man muss sagen, der Fahrer und der Trainer sind absolut in Topform. Alex Kelm hat ja am Montag sogar 3 Rennen gewonnen in Karlshorst. Und also die Pferde sind wirklich gut vorbereitet und man kann die nie ganz vom Schein lassen. Aber ich glaube, für den Sieg sind die anderen doch stärker. Sogar Marcel hat mir letztes Mal gefallen aus der Radfahrerlage, da in zweiter Spur mit Fürpferd, hat Alex Kelm ihn auf der Zielgerade eingesetzt und hat ihn zum Sieg geführt. Also der scheint wieder im Kommen zu sein, der Marcel. Gut, dann gehen wir weiter ins vierte Rennen mit Dreier- und Viererwette. Das ist das mittlere der V5. Wette, ich glaube, eigentlich muss man sagen, man müsste jetzt schon noch dabei sein in der V5. Aber ehrlich gesagt, jetzt sieht es schon nicht so leicht aus. Denn Sartre hundertprozentig zu vertrauen, ich glaube, das ist schwer. Nee, aber absoluter Sieganwärter. Das Team versteht sich ja blendend. Letztes Mal Sartre wieder im Schlussbogen einen Fehler gemacht. Das ist ja sein Manko, wenn denn das Rennen schnell wird. Aber Alex hatte letztes Mal so eine ruhige Hand mit ihm und 1:15:3. Wenn der das hier auf das Parkett bringt, dann sollte eigentlich damit der Sieger sein. Aber wie du schon sagst, man kann ihn nicht banken. Und deswegen braucht man wahrscheinlich einige. Man braucht wahrscheinlich Guns N' Roses S mit Stefan Hindelmeier. Der hat einen guten Startplatz und kann auch gut beginnen. War, glaube ich, den vorletzten Start so ein bisschen eingesperrt. Letztes Mal, glaube ich, auch spät freigekommen. Also ich denke, das wäre auch ein Pferd, was du mitnehmen würdest, oder? Ja, ich würde das Pferd tatsächlich mitnehmen, denn ich glaube, das Pferd ist sehr laufgewaltig und sehr groß. Ich glaube, dass der auf der großen Berliner Bahn noch besser zur Geltung kommt, und den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann die 6, Pamela Vreitaut, erster Deutschlandstart mit Dennis Spangenberg, gleich ein zweiter Platz im Kampf gewesen mit Grace. Also das war ein sehr starkes Laufen, und wenn man das wiederholen kann, dann ist man hier auch ganz weit oben auf dem Treppchen. Und für mich dann noch in der zweiten Reihe, Cadiz war letztes Mal guter Zweiter zu Firebird CG und war vor Giulietta. Die ist ja wieder mit von der Partie. Und dann ganz unten Isadora Newport, den Goldhelm darf man sowieso nicht auslassen. Übrigens, falls sich jemand wundert, am gesamten Renntag herrscht Eisenpflicht. Also von daher gibt es also niemanden, der barfuß fährt an diesem Renntag, sondern Eisenpflicht seitens des Rennsekretärs ist gegeben worden. Und somit müssen sich alle dran halten. Also alle 4 Eisen drauf. Genau. Gleiches Recht für alle. Und wir haben noch einen Fahrer, den ich noch erklären muss, den ich selber noch gar nicht kenne, auf der 2 Divastar, Michael Hoffmann. Ja, dann sag uns was dazu. Das ist schwierig, denn ich habe auch versucht, ihn zu kontaktieren hier vor der Sendung und habe ihn leider telefonisch nicht erreicht. Vom Hörensagen ist es wohl einer mit einer alten DDR-Lizenz, wenn man das so freundlich ausdrücken darf, und soll wohl an die 100 Rennen gewonnen haben. In der HVT-Statistik taucht das leider nicht auf. Da steht er mit 0 drin. Also ein alter Berufsfahrer, der, glaube ich, 2018 seine Lizenz erneuert hat und immer wieder dabei war,
aber trotzdem nie ein Rennen bestritten hat. Also jetzt nach wirklich langer Zeit das Debüt von Michael Hoffmann auf oder hinter der Nummer 2 Divastar. Und eine Neuerscheinung in Berlin zumindest hat die Familie Burczak ein Pferd gekauft. Neptune Newport, Trainer ist Rolf Hafenströmer. Aber da denke ich, da müssen wir uns den Start angucken, um uns ein besseres Bild von Neptune Newport zu machen. Wir drücken allen die Daumen. Dann geht es weiter im fünften Rennen. Daily Double Jackpot nochmal mit 2000 Euro. Also es ist wirklich interessant. Da hat sich der Rennverein wirklich ins Zeug gelegt. Ja, weil normalerweise würde man ja in dem PMU-Toto spielen und der Genau. deutsche Toto ist dann nicht ganz interessant. Das ist kein Geheimnis, denn die ich sag mal, professionellen Spieler, die handhaben das auch so. Aber so hat man natürlich mit diesen Daily Double Jackpots und natürlich die Prämienausspielung immer noch was extra in Mariendorf, sodass man noch einen extra Grund hat, auch in den Mariendorfer Bahntoto zu wetten. Und das finde ich gut und wir hoffen, dass es auch angenommen wird. Und Beppi Santana ist wahrscheinlich hier der gegebene Favorit, wenn ich mir das letzte Rennen so anschaue, gegen Eyecatcher C, hat er natürlich den Rennverlauf auf seiner Seite gehabt. Aber auch das zählt natürlich als Fahrer, dass man genau diesen Rennverlauf trifft und hat wirklich gut gewonnen, fährt es auf den Vormarsch. Und Frank Kelm ist natürlich auch ein versierter Fahrer. Aber ich denke, er hat sich noch einen Gegner eingeladen. Ja, das hat er definitiv, aber ich muss sagen, du bist Hellseher, denn ich wollte genau mit Beppi Santana beginnen, denn der hat mir am Montag richtig gut gefallen. Natürlich hatte er vieles für sich, muss man ehrlich sagen, aber die Manier, der Speed im Einlauf, also das war schon beeindruckend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Alex Kelm saß da ein bisschen wie im Kino. Ja, also war wirklich eine starke Leistung und gibt dem Pferd auch so ein bisschen Moral, wenn er nicht ganz leer gefahren wird und trotzdem gewinnt. Also da war ich schon begeistert von. Man muss auch begeistert sein natürlich von Naidoo. Dirk Hafe gibt sich immer sehr viel Mühe mit seinem Baltimore-Ass-Schützling, der jetzt schon sage und schreibe 9 Jahre ist. Wahnsinn. Und zuletzt natürlich gut gewonnen hat, aber das war im November wieder eine kleine Auszeit. Der startet ja immer nur so sporadisch. Aber mit André Pögel muss man sagen, 4 Starts, 3 Siege und einmal Zweiter. Also es geht kaum besser und die verstehen sich wirklich gut und somit 1-2 sollte auch jetzt wieder für Naidoo hier drin sein. Mir gefällt ehrlich gesagt noch Miley Scott, denn ich fand den dritten Platz jetzt nicht ganz so schlecht und man hört vor allem richtig was von der Stute. Deshalb, wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, man hat viel Mumm gehabt mit Miley Scott. In den Jahrgangsrennen sollte es, glaube ich, nicht reichen. Miley Scott war krank oder hat sich sogar verletzt und damit war die Saison dann quasi beendet. Jetzt kommt sie so langsam wieder und durch die Rennerfahrung, denke ich, steigert sich auch die Kondition und auch letztes Mal hat sie lange geführt bis in den Einlauf und dann hat man eigentlich gedacht, jetzt wird sie komplett aufgefressen. Dem war aber nicht so, sondern sie hat gut durchgezogen, hat um den dritten Platz mitgekämpft, starkes Laufen. Jetzt Emma Stoll im Amateurfahren, muss man natürlich auch erstmal sehen. Der erste gemeinsame Auftritt war jetzt nicht so gut. Man ist, glaube ich, nach dem Band im ersten Bogen gesprungen. Muss man aber auch allerdings sagen, ist man so ein bisschen irritiert worden von einem Gegner, der genauso die Bahn gekreuzt hat. Also eigentlich kann man da einen Strich durch die Form machen. Und Mighty Scott jetzt aus der ersten Reihe sollte natürlich hier auch aufs Treppchen kommen können. Gut, und dann kommen wir sogar schon zum letzten Rennen um 13:45 Uhr. Ja, sag mal, Nico, was machst denn du da mit dem halben Tag? Also, der ist ja dann angebrochen. Das sind Das immer weiß ich die auch nicht. Renntage, wo ich immer denke, jetzt kannst du nur weitergehen. Ja, und noch knappe 7,5 Stunden bis zum Tatort oder 6,5 Stunden bis zum Tatort, die müssen natürlich erstmal umgebracht werden. Ja, weiß ich nicht. Wir fahren auf jeden Fall nach Hause und irgendwo werden schon Rennen sein. Vermutlich in Vincennes oder sonst was. Und dann kann man sich so einen Nachmittag auch damit noch ganz gut verbringen. Ja, der Goldhelm Michael Nimczyk hat ein super interessantes Pferd. Die Stute war zuletzt in Gelsenkirchen am Neujahrstag. Gute Dritte, hat mir dabei richtig gut gefallen und auch die Zeit in 16:6. Ganz ehrlich, das müssen die anderen hier in dem Rennen, glaube ich, auch erstmal gehen. Also das muss sie normalerweise lösen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie Sieg gespielt in dem Rennen und dachte, normalerweise muss sie das auch gewinnen. Das haben viele gedacht, weil sie stand am Toto ja unter 2 Euro, 1,5. Und ja, da hat sie nicht richtig durchgezogen, fand ich. Also Caramba Carajo hat gewonnen gegen Albertine. Ich hatte auch ein Interview gelesen mit Michael, wo er eine hohe Meinung hatte von Lady Grace Heldia. Jetzt hat sie aber nach der Pause noch ein Rennen im Bauch und das sollte sie auch konditionell gefördert haben. Sie ist ja wirklich top gezogen. Trixton aus der Lady Heldia. Also besser geht es kaum und ich denke, dass sie jetzt auch gewappnet ist für diese Prüfung, denn allzu viel wird hier nicht verlangt. Das sehe ich auch so. Ismail war jetzt ein paar Mal von vorne nicht zu steuern, hat jetzt das Quartier gewechselt. Weißt du was von dem Wallach?
Na, das ist einfach nur, dass es ein wirklich sehr schwieriges Pferd ist. Also ein sehr schwieriges Pferd, nicht nur im Rennen, sondern auch vor dem Rennen. Der bricht gerne mal weg, lässt sich nicht richtig steuern oder auch eindrehen. Ich denke, dass wenn man jetzt zweimal nicht erfolgreich war bei einem Trainer, das auch einen Grund hat, dass man vielleicht auch mal was anderes probiert. Vielleicht hat einer eine Idee. Deswegen finde ich, also solchen Trainerwechsel finde ich immer gerechtfertigt, wenn einer sagt, ich komme mit dem einfach nicht weiter und wir probieren es jetzt bei Thorsten Tietz. Wenn man den vielleicht unter Kontrolle hat, weil laufgewaltig war der ja immer, der muss noch ein bisschen an seine Trabaktion arbeiten. Also wenn man das alles in den Griff bekommt, kann das mal hier der Überraschungskuh sein. Warum nicht? Also so ganz auslassen, durchstreichen würde ich ihn nicht. Für die alle Zeile in der Kombiwette auf jeden Fall mitnehmen. Okay, hast du noch einen Dunkel in dem Rennen? Na, Uluru vielleicht, die Nummer 2 mit Cornelius Kluth, der war ja eigentlich recht optimistisch vor dem letzten Rennen. Er sagte, in Karlshorst habe ich einen Fahrfehler gemacht, ich hätte rausnehmen sollen, bin dann hinter Thomas Buhler geblieben, der war dann müde und ja, somit war dann nur der vierte Platz drin. Aber er sagt, das nehme ich auf meine Kappe. Und in Mariendorf, gut, dann sprang er in der Startphase, da kann man nun gar nichts mehr sagen dazu. Da war dann gleich früh aus. Also wenn dem nicht ist, dann sollte hier Uluru natürlich auch ganz weit vorne sein. Bei der 1 Montana, da weiß man auch nicht viel. Die Stute sprang im dänischen Nykøbing gleich im ersten Bogen an, war davor qualifiziert worden in 1,24,8 in Jägersro von Konrad Lugauer. Also da ist wenig zu sehen. Das Einzige, was ich dort sehe, Michi, ist die Quote. 5,1 stand sie in Dänemark. Das heißt für mich, da muss was dahinter gewesen sein. Also Im Busch sein. Arbeitsleistung. So ist es. Also wenn die jetzt 300 gestanden hätte, dann hätte ich gesagt, okay, die können wir hier heute auch streichen. Aber gerade mit diesem Einsatz mahnt es doch ein bisschen zur Vorsicht. Die scheint also schon irgendwas im Training aufblitzen zu lassen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Renntag am Sonntag, gute Umsätze dem Rennverein und sage Dankeschön. danke, lieber Nico. Und wir kommen zum zweiten Teil unserer Sendung, nämlich zu Straubing und unserem Gast Peter Platzer. Peter, erstmal herzlich willkommen und Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Jawohl, Peter, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was von dir, stellst uns ein bisschen dich vor. Okay. Ja, also mein Name ist Peter Platzer. Ich bin Amateurfahrer in Bayern und bin jetzt, war als Kind schon auf der Rennbahn sehr viel unterwegs, war dann mal jahrelang nicht mehr auf der Rennbahn und habe dann irgendwann 2000 wieder angefangen und seit 2000 haben wir eigentlich immer wieder Pferde und fahre ich auch Rennen. Du fährst auch erfolgreich Rennen, das kann man schon so sagen. Ja, also ist klar, ich meine, jeder, der von uns Sport macht, will natürlich gewinnen und das ist natürlich auch bei mir das Ziel und es klappt mal besser und mal schlechter, wie es halt so ist im Sport, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, wie es läuft. Das ist doch schön. Und du hast auch zwei Fahrten am kommenden Montag in Straubing. Wir beginnen mal im ersten Rennen, denn da hast du gleich eine Fahrt. Da startest du euren Felten Chicago, der ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wieder so richtig toll in Form ist. Ja, also er hat sich zumindest wieder stabilisiert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da momentan schon zu 100% zufrieden sind. Er hat sich jetzt die letzten drei Starts, dreimal Zweiter, sehr gut wieder entwickelt. Aber wir kämpfen immer noch ein bisschen mit ihm und wir finden immer noch nicht so ganz den Schlüssel. Also ich habe immer noch das Problem, dass ich den Einlauf eigentlich nicht auslassen kann. Und ich kann mit ihm einfach noch nicht frei fahren. Also momentan versuchen wir einfach, dass er das machen darf, was er selber will im Rennen, ohne dass ich groß fordere. Und das macht jetzt die letzte Zeit auch ganz gut und war auch gegen ganz gute Pferde jetzt immer Zweiter, also vor allem die letzten zwei Starts. Und dementsprechend sind wir jetzt schon zufrieden und wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir haben immer noch den Schlüssel bei ihm noch nicht so gefunden. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Also es ist ein großes Fragezeichen für uns einfach nur das Pferd ein bisschen. Okay, aber die Form stimmt zumindest bei den letzten Starts. Wer sind denn in erster Linie so deine Gegner in diesem Rennen? Wen siehst du da? Ja, also das Rennen ist aus meiner Sicht sehr gut besetzt und es gibt eigentlich für mich so zwei Pferde, die ein bisschen rausschauen. Das ist Kitana und das ist Lorenz Boko. Lorenz Boko ist das letzte Mal gesprungen im letzten Rennen, wo es auch um das ganze Championat ging. Es war ein bisschen unglücklich. Er hat da in der dritten Spur angreifen müssen und ich glaube, dass er da am Schluss aus dem Bogenausgang ein bisschen ein Problem gehabt hätte. Sonst hätte er das Rennen, denke ich, gewonnen, nochmal leicht. Kitana läuft jetzt ja schon seit Ewigzeiten sehr gute Rennen und ist eine sehr starke Stute. Das sind für mich jetzt, sage ich mal, die zwei, die sich da ein bisschen rauskristallisieren.
Ich bin aber der Meinung, dass da nochmal zwei, drei Pferde neben dem Felden drin sind, die auch noch sehr gute Chancen haben. Esparouche hat mir in der Qualifikation sehr gut gefallen. Ich glaube, das letzte Mal war das einfach ein erster Anstart. Er war da sehr lang innen drin, der Herbert, und er hat ja überhaupt nichts getan. Also das ist jetzt ein Pferd, das für mich einfach für die Überraschung da ist. Perceval hatte ich ja ganz eine große Meinung. Die letzten drei Starts haben aber überhaupt nicht mehr geklappt. Das letzte Mal ist er gesprungen. Ich bin aber immer noch der Meinung, es ist ein sehr gutes Pferd. Und Figaro Juwel war auch vom Felden Chicago nicht weit weg. Wir waren so ziemlich zwei, drei gleich auf. Und das sind so für mich die Pferde, die da in dem ersten Rennen sich so ein bisschen rauskristallisieren, die um Sieg und um die Plätze mitfahren. Schön. Gut, dann schauen wir weiter ins zweite Rennen. Das ist auch der Auftakt der 1 Euro V6-Wette mit 4.000 Euro Garantie. Es geht über 2.400 Meter. Ja, hier hast du persönlich keinen Starter, aber du kannst uns mit Sicherheit was über Major Sheba Haar sagen. Ja, also Major Sheba Haar hatte ja dann in Dagelfing den ersten Start nach der Qualifikation, nach ein bisschen einer längeren Pause. Ich bin der Meinung, der Start war sehr gut schon. Also er hat da die Führung bekommen, hat dann aber ziemlich schnell Druck bekommen, das ganze Rennen. War dann nur Vierter in einer 17er Zeit für den ersten Anstart. Und für mich war das eine sehr gute Leistung. Und der arbeitet momentan sehr gut. Es geht ihm gesundheitlich gut. Und auch hier ist das Rennen sehr gut besetzt. Sind gute Pferde dabei. Aber ich denke schon, dass er an die vorderen Plätze, vielleicht nicht um Sieg, aber um die vorderen Plätze auf jeden Fall mitmischen kann. Um den Sieg siehst du wahrscheinlich Ocean Eyes und Rimsky, oder? Ja, also Ocean Eyes, klar, die letzten Pferd des Jahres, letztes Jahr in Straubing, die letzten Starts gewonnen, ist ganz klar mit Favorit. Rimsky in Österreich sehr gute Platzierungen auch gehabt. Die letzten zwei Rennen waren schon ziemlich überlegen. Also ich habe mir die extra mal nochmal angeschaut, vom Thomas und vom Christoph. Ist mit dem halben Einlauf fast zweimal reingekommen. Die Frage wird sich ja bei ihm stellen, kommt er mit der Bahnführung klar in Straubing? Ich glaube, der ist das erste Mal in Straubing. Ich glaube, es ist kein kleines Pferd, es ist eher ein großes Pferd. Startnummer ist auch nicht so optimal in Straubing mit dem Achter. Stimmt, also ja. Er muss da schon einiges tun, aus meiner Sicht, dass er Ocean Eyes schlagen kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Genau, er hatte auch, Ocean Eyes hat mit Sicherheit die bessere Nummer. Und ja, hat auch in Straubing schon funktioniert und das muss eben Rimsky erst beweisen. Ja. Dahinter vielleicht noch Lightning Haboko, die zuletzt etwas defensiver vorgetragen wurde. Ich glaube, das hat ihr gut geschmeckt. Ja, das denke ich auch. Ich habe vorher noch mit dem Herberg gesprochen und hat ihm gesagt, dass er der Meinung war, dass die Stute momentan ein bisschen vom Kopf her nicht ganz so da ist und dass man es wieder ein bisschen aufbauen muss. Es hat sich dann natürlich das Rennen wunderbar ergeben. Daniel hat sich sehr defensiv gefahren, ist dann vorgefahren. Es war dann natürlich ein bisschen Glück dabei, dass der Vordere springt. Ansonsten wäre sie Zweiter gewesen. Vom Sieger war sie weit weg. Aber das Rennen war von der Moral her und so, war das eine sehr gute Leistung. Und das ist dann eigentlich das Pferd, wo dahinter kommt. Und vielleicht dann nur aus meiner Sicht nur Bise One, der auch sehr beständige Leistungen bringt und eigentlich ja immer unter den ersten drei ist, also fast nie außerhalb der Plätze ist. Genau, vor allem auch die letzten Leistungen, finde ich, hat sich Bise One richtig gemausert. Also der Hengst ist zu empfehlen. Dann gehen wir weiter ins dritte Rennen, Bried Niederbayern TV. Hier haben wir ein Pferd drin, ganz ehrlich, Peter, alle reden von dem Pferd, dass das ein besseres Pferd sein soll. Aber bis auf den einen Sieg, so hat es in Amateurhand noch nicht ganz funktioniert. Jetzt sitzt heute wieder Christoph dahinter. Wenn er glatt geht und wenn er sich konzentriert, dann ist wahrscheinlich Nöftepap der Sieger. Also ich denke auch, also wenn man jetzt die Leistung hernimmt, wo er in Dagelfing gewonnen hat, das war schon imponierend. Aber wie gesagt, es stehen einfach zwei Disrotformen drin. Er ist am Start diesmal gesprungen in den ersten Bogen rein. Also man hat auch nicht so genau gesehen, was jetzt da wirklich der Grund war, ob er sich einfach schief gemacht hat oder was. Klar, von der Meinung her steht das Pferd vielleicht über dem Feld, aber ich bin doch der Meinung, dass, ich meine, zweites Rotform sein, zweites Rotform und er muss das jetzt einfach erst beweisen. Ich sage jetzt mal, die Trainer können das besser beurteilen, was dein Training ist und was der für Potenzial hat, aber rein von den Rennen her
würde ich schon noch mal ein bisschen ein Fragezeichen hinmachen. Und wenn man ihn als Fragezeichen ein bisschen wegnimmt, dann ist es dahinter recht ein offenes Rennen aus meiner Sicht. Du sprichst es an, offenes Rennen. Wer sind so deine Kandidaten in dieser Partie? Ja, also Kingman BR ist jetzt die Stadt, wo er glatt gegangen ist. Eigentlich hat er recht gute Leistungen gebracht. Royal Joker ist ein guter Beginner, der wird auch wahrscheinlich irgendwo vorne mit dabei sein. Hat auch die letzten Starts zwei gewonnen, einmal Zweiter und die Leistung war nicht okay. Ich kenne von der Zeit, wo ich beim Rudi war, nur den Delaware Weiß Ass. Ich hatte immer eine ganz große Meinung von diesem Pferd. Hat er auch dann in Italien bewiesen. Ich glaube, er hat 3 in Folge in Italien gewonnen. Also das war immer schon ein Pferd, der mir sehr gut gefallen hat und von dem ich eine ganz große Meinung habe. Und das sind also so die, sage ich mal, die so unmittelbar danach kommen. Und die Indiraja hat mir auch das letzte Mal nicht so schlecht gefallen. Die mit der Startnummer 1, die kriegt dann natürlich eine schöne Lage, ist das letzte Mal schon ganz gut mitgelaufen. Und ich bin auch der Meinung, weil ich sie selber mal gefahren habe, dass die Anis Rover gar nicht so schlecht ist und es müsste eigentlich ein Pferd für Straubing sein. Die ist zwar nicht so ganz einfach, aber ich habe das immer in Berlin selber gefahren und die kann ein bisschen laufen, wenn man sie ein bisschen machen lässt, was sie möchte und nicht zu sehr fordert. Okay, die war zuletzt in der Gangart nicht ganz genügend, ja. Aber vielleicht sieht es diesmal schon wieder ganz anders aus. Gut, dann gehen wir weiter ins vierte Rennen. Das ist das Trotteur-Froset-Rennen des Tages. Geht über 2800 Meter, also mehr als 3 Runden. Und hier haben wir natürlich trabende Geldschränke am Start. Von der Rivaux, Ekmulcek und auch Oridischer Tee von vorne. Der hat es doch das letzte Mal wieder richtig toll gemacht, oder? Ja, also die Leistung, die letzte Leistung und auch schon die Leistung, der zweite Platz in Straubing, die waren sehr gut. Also die waren wirklich top. Und mit diesen, sage ich mal, vor allem aufs zweite Band 50 Meter Vorteil, das ist natürlich jede Menge. Wobei ich einfach sagen muss, ich bin ein Fan von dem Fond d'Arifon. Für mich ist das wirklich eins der besten und zuverlässigsten Pferde, was wir so haben in Bayern. Und wenn der gut drauf ist und über 2,8, ich bin der Meinung, das wird zwischen den zwei Pferden entschieden. Okay. Ekmulcek hat zwar auch zweimal gefallen, aber den siehst du nicht ganz in der gleichen Kategorie? Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen. Also das Rennen da in Dagelfing in 15-7, das war natürlich von der Zeit her sehr stark. Da war er von einem Black Sheriff geschlagen. Das letzte Rennen mit Winnetou Diamant, da war ich selber drin. Ich habe das ein bisschen von hinten gesehen. Aus meiner Sicht war er eigentlich schon geschlagen, aber er ist dann wirklich nochmal zurückgekommen. Also ich kann nicht ganz beurteilen, wie es ausgegangen wäre, wenn der Winnetou Diamant vorbeigegangen wäre. Ob er dann nochmal kontern hätte können, da bin ich mir nicht so ganz sicher und das muss man sich jetzt einfach nochmal anschauen. Aber ich schätze am Vortarifor aus dem Bahn stärker ein. Okay, also ein klarer Tipp, die 5, die 2 und vielleicht noch die 7. Also wer auch noch ganz gut in dem Rennen schon drin steht, ist ja der It's Day. Also das ist ja der zweite von der Marion und der hat auch keine schlechten Leistungen geliefert, auch in Berlin vor allem. Hat gewonnen mal in 14-9. Genau. 40 Meter, also den darf man eigentlich ganz unterschätzen. Ganz unterschätzen tun wir ihn nicht. Was mir noch aufgefallen ist, ist bei It's Day, der hatte zuletzt mal 50 Meter Vorsprung auf Fond d'Arifon, konnte diese nicht verteidigen. Ja. Jetzt hat er diesmal nur 25 Meter zu verteidigen. Ich glaube, dann wird es noch ein bisschen schwerer. Ja, also nicht um Sieg, aber wie gesagt, dahinter ist das ein Pferd, was durchaus auch Qualität hat. Gut, dann gehen wir weiter ins fünfte Rennen. Ja, da haben wir Noble Steel am Start. Ist eigentlich jetzt 4-mal in Serie siegreich gewesen, 2-mal davon in Holland. Aber eigentlich hat sich der Wallach in Bayern sehr, sehr schnell und gut eingelebt, oder? Ja, ist ein tolles Pferd. Also ich denke nicht, dass der einen Gegner hat in dem Rennen. Ja, also das Rennen ist überschaubar, wenn man es so ausdrücken möchte. Und deshalb glaube ich auch, dass Noble Steel eine kleine Bankempfehlung für die V6 ist, denn irgendwo muss man es eingrenzen. Ja, also als Bank würde ich auf jeden Fall Noble Steel nehmen. Und dahinter waren das letzte Mal zwei Pferde, die eigentlich ganz brav gegangen sind. Der Lennart war eigentlich eine ganz tolle Leistung über
fast das ganze Rennen in die Todesspur und auch der Eisenberg ist eigentlich ein gutes Rennen gelaufen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie mit dem Noble Steel was zu tun haben. Aber das wären so für mich die Pferde, die dahinter sind dann. Gut, okay, danke für deinen Tipp. Wir gehen weiter ins sechste Rennen. Und hier kannst du uns mit Sicherheit was zu der vierjährigen Stute, die ich total interessant finde, Manili sagen. Ja, also die zwei letzten Starts haben mich eigentlich total begeistert. Also das Pferd ist zweimal gesprungen. Aus meiner Sicht hätte sie zweimal gewonnen in diesen Rennen. Da sind wir einer Meinung, Peter. Ja, und sie hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Also ich hätte es am Anfang vom Training her gar nicht so geglaubt. Die hatte doch ein bisschen Schwierigkeiten und so. Aber also seit der Qualifikation oder vorher hat sich die wirklich toll entwickelt, hat einen wahnsinnigen Rennkopf. Das Pferd, das hat man eben auch gesehen jetzt bei den letzten Formen, wo sie eigentlich angesprungen ist. Sie hat sie ja bloß mitlaufen lassen, sie hat ja nie was getan, aber die macht das alles von alleine. Und ich denke, wenn die glatt geht mal von Anfang an, dann ist sie die Siegerin in dem Rennen. Das glaube ich allerdings auch. Wir haben allerdings zwei gute Gegner, die, wenn Maneli nicht ganz immer auf den Beinen bleibt, die Maneli das Leben schwer machen können. Zum einen die 3 Samburo, ja. Zum anderen die 6 Reina KP. Hm. Siehst du die zwei auch? Ja, denke ich auch, dass die dahinter kommen. Samburo hat das letzte Mal gewonnen. Ich glaube, das war aber für den Thorsten nicht ganz so leicht, wie es ausgeschaut hat. Ich glaube, er hat ganz schön kämpfen müssen. Also der ist ziemlich phlegmatisch, so wie es ausschaut von außen. Und vor allem, wenn er alleine vorne ist, ist es ganz schwierig. Also das war schon ein Kampf bis zur Linie. Und ich habe mir notiert, Entschuldigung Peter, ich habe mir notiert, ließ sich auffordern. Das ist noch schön ausgedrückt, oder? Ja, genau. Das war wirklich, aber wirklich von Anfang bis zum Ende fast zu schwer. Also es war wirklich Schwerstarbeit für den Thorsten. Und Rainer KP sehe ich dann genauso dahinter. Der Sieg in Dagelfing, der war gut und auch der dritte Platz zu Sasu Diamant und zu Sly war in Ordnung. Auch er ist das erste Mal in Straubing. Muss man auch da schauen, wie er da mit der Führung zurechtkommt. Aber das sind die drei Pferde, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde auch diese drei nehmen. Wenn man noch ein bisschen Budget hat, dann kann man vielleicht bei Viking Victory landen. Allerdings der Wallach die letzten zwei Starts nicht ganz so überzeugend. Aber das Pferd hat schon auch Klasse gezeigt und sollte man nicht ganz vergessen, oder? Nein, definitiv nicht. Also der war Zweiter in 18 in Dagelfing. Das war eine super Leistung. Es ist auch ein wunderschönes Pferd. Die letzten Starts waren jetzt nicht so überzeugend. Aber gut, da müsste man dann mal im Stall fragen, was ist oder woher das kommt. Aber grundsätzlich hat er natürlich auch das Potenzial, dass er so ein Rennen gewinnen könnte, aber momentan einfach nicht die Form. Okay, gut. Dann gehen wir schon zum letzten Rennen. Leider nur 7 Rennen am Montag in Straubing. Ja, und jetzt kommen wir zu Marilyn Boku, deine Neuerwerbung. Du hast die Stute oder ihr habt die Stute euch zugelegt. Mir hat die Stute die letzten Starts schon richtig gefallen und hat bei mir richtig Eindruck hinterlassen. Ja, also gefallen hat sie uns auch, sonst hätten wir sie ja nicht gekauft, aber nein, definitiv. Also ich denke auch, dass die Stute ein enormes Laufvermögen hat. Also was ein bisschen bei ihr noch schwierig ist, also sie ist nicht die einfachste. Also sie ist wirklich, sagen wir mal, sehr speziell, um das mal so vorsichtig zu sagen. Und Schorsch hat es ja bei dem letzten Sieg in Dagelfing auch gehabt. Der war ja vorne an der Führung. Sie hat dann irgendwas gesehen auf der Innenbahn, was ihr nicht gepasst hat und ist dann ausgebrochen. Und sie hat zwar dann noch, sie ist dann ja relativ schnell wieder auf die Spur gekommen und hat dann souverän noch gewonnen, aber das hätte ja schon fast das Rennen kosten können. Und das wird jetzt genau auch das Problem die nächste Zeit sein und vor allem auch in Straubing. Also sie ist das erste Mal in Straubing und ich bin wirklich schon auf den Hit gespannt, was da alles passiert, weil sie schaut alles an, was es gibt, sie dreht mal um, sie hat also da schon einige Eigenarten. Und insofern bin ich der Meinung, dass sie läuferisch natürlich hier ganz eine klare Sieganwärterin ist. Aber man muss ein bisschen eine Vorsicht tun, was passiert, wenn sie das erste Mal in Straubing ist. Genau. Wen siehst du denn als erste Gegner für Marilyn Boku?
Ja, also ich sehe da jetzt in dem Rennen wirklich auch mehrere Pferde drin, die mir persönlich sehr gut gefallen. Also es ist natürlich ein, sag ich mal, ein großes Starterfeld für Amateurfahren in der Klasse, muss man dazu sagen. Daher ist es nicht so leicht zu lesen. Imagine Dragon ist im letzten Start mit dem Thorsten sehr souverän gegangen, von der Spitze weg allerdings. Man muss jetzt schauen, wie sich die Stute dann aus dem Feld da fahren lässt an dieser Stelle. Aber ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd. Es gibt zwei Pferde, die mir noch sehr gut gefallen. Also MS Fire ist aus meiner Sicht ein sehr interessantes Pferd. Ich kenne ihn, weil der beim Schorsch im Training war, als Zweijährig und Anfang Dreijährig. Ich hatte immer ganz eine große Meinung vor diesen Fuchsen. Und er hat ja auch in Wels gewonnen. Er war das letzte Mal in Straubing Zweiter. Erst im Einlauf geschlagen, also war wirklich stark die Ja, Leistung an also dem Tag. ein sehr großer Fuchs, der aber ein ganz großes Laufvermögen hat, also ganz ein interessantes Pferd. Ich persönlich habe nur ein bisschen, hatte ich das letzte Mal auch wenn die Leistung dann nicht so entsprechend war, ein bisschen eine Meinung von der Tundra und der Stute von Nicola Wolf. Ich glaube auch, dass das ein Pferd ist mit einem großen Laufvermögen. Ich war das letzte Mal eigentlich ein bisschen enttäuscht mit dem vierten Platz. Ich dachte, die könnte weiter sein. Sie hatte Todesspur. Aber sehr interessantes Pferd auch. Und dann gibt es noch den Chivago di Cher, der ja sehr gute Platzierungen da drin hat. Eins, zwei, drei. Und auch ein Cannavaro Viking ist aus meiner Sicht ein Pferd, das da vorne mitmischen könnte. Also das Rennen ist wirklich total offen, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Also es liest sich sehr, sehr schwer, das Rennen. Auch vielleicht eine Inaya, die mit Daniel Hinterhäuser, glaube ich, gut ausgestattet ist. Denn Daniel, dem gelingt zurzeit wirklich sehr, sehr viel. Und also das Rennen, glaube ich, zum Abschluss hat es in sich. Vielleicht ein bisschen favorisiert Marilyn Boko und Imagine Dragons. Aber wenn man diesen beiden aus der zweiten Reihe nicht vertrauen will, dann glaube ich, braucht man die Pferde, die auch Peter angesprochen hat, und sollte man sich breit aufstellen. So, dann sind wir auch schon am Ende des Renntags. Vielen lieben Dank, Peter, für deine ausführliche Vorschau. Gerne. Ich hoffe, du kommst mal wieder in den Winner Circle und stehst uns Rede und Antwort. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für Montag. Dankeschön. Und wir sehen uns, und Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt noch ein schönes Rennwochenende und viel, viel Glück am Toto, und bleiben Sie auf Trab.